Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es um das Geheimnis der zwei Welten. Ich habe bei Facebook ein Zitat veröffentlicht. Wer es nicht gesehen hat, für den möchte ich das nochmal hier an dieser Stelle einblenden. Und in diesen Worten steckt so unglaublich viel Weisheit, dass ich nicht drumherum komme, das hier in einem Video zusammenzufassen. Wer das versteht, wird sein partnerschaftliches, sein Beziehungsleben, seine Zufriedenheit, sein Wohlbefinden, all das wird er auf eine komplett neue Ebene bringen. Anfangen möchte ich mit einer kurzen Zeichnung. Und ich bitte das zu entschuldigen. Ich war in Kunst nie wirklich gut, aber ich gebe mein Bestes. In diesem Zitat ging es um, ja, man kann es sich vielleicht denken, die inneren und die äußeren Welten. Darum, bei inneren und äußeren Welten geht es natürlich nicht hier um diese Theorie der inneren Erde, das ist Quatsch, sondern es geht um das, was in anderen Schriften der Mikrokosmos und der Makrokosmos genannt wird. Laienhaft kann man vielleicht sagen, die subjektive Realität und die objektive Realität. Wenn wir uns hier in dem Bereich der äußeren Welt, des Wirkungsbereich, hingeben und stets nur hier auf diese Welt reagieren, dann werden wir stets ausgeliefert sein auf das, was passiert, auf verschiedene Ereignisse und werden immer reaktiv bleiben. Wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, dann muss uns logischerweise die Welt unglaublich ungerecht erscheinen oder zumindest unglaublich willkürlich. Es wird mal Höhentief geben, mal Tiefen geben und so weiter. Ich habe es in einem anderen Video bereits erwähnt, wenn wir immer nur auf die Außenwelt reagieren, dann werden wir oft, Zeit ist in dem Moment quasi wie eine Scheibe und wir kommen immer wieder an denselben Punkt, immer wieder an dieselben Probleme, bis wir dieses Problem hier an dieser Stelle bewältigt haben, in unserem Mikrokosmos. Was heißt das genau? Der eine oder andere wird es kennen. Er hat einen neuen Partner, aber dieselben Probleme. Er hat einen neuen Wohnort, aber dieselben Nachbarn. Eine neue Arbeitsstelle, aber denselben Chef. Und das wiederholt sich bei manchen das Leben lang immer und immer wieder. Natürlich ist die logische Folge dessen, dass im Alter man dann sehr eingefahrene Glaubenssätze hat, wenn man dieselbe Erfahrung immer und immer wieder macht. Aber die Menschen neigen dazu, aus diesen Erfahrungen, die sie zum Teil immer und immer wieder machen, nicht zu lernen. Viel einfacher ist es natürlich, die Schuld im Wirkungsbereich, in der äußeren Welt, im Makrokosmos zu suchen und zu sagen, das ist halt so, das ist scheiße, das ist ungerecht. Der Königsweg jedoch, und hier steckt so unglaublich viel drin, der Königsweg jedoch ist es, hier anzusetzen. Denn das ist der Bereich der Ursache. Das ist der Mikrokosmos. Das ist die innere Welt. Das ist die subjektive Realität. Hier ist die Stellschraube, an der wir drehen können. Und wenn wir das tun, werden wir zwangsläufig das hier verändern. Nicht nur zuletzt unsere Wahrnehmung von dem, sondern zwangsläufig faktisch auch die Ereignisse, die uns widerfahren. Sinnvoller ist es deshalb, und auch das wird bereits in dem Zitat erwähnt, von innen nach außen zu leben. Das heißt, wir kreieren unsere Realität. Wir werden zum Schöpfer. Wir werden von einer reaktiven Haltung zu einer proaktiven Haltung uns entwickeln. Denn dieselbe Situation lässt sich übertragen auf eine noch krassere Ebene und zwar auf unser komplettes Wohlbefinden, auf unser komplettes Glück, auf unsere komplette Zufriedenheit. Wenn du dich überwiegend auf die äußere Welt, auf den Makrokosmos, auf die Welt der Wirkung konzentrierst, wir hatten das eben, wird die Welt für dich vermutlich so aussehen. Es wird immer ein Auf und Ab sein. Du wirst abhängig sein von den Sachen, die da draußen passieren. Ne? Irgendwas passiert, du reagierst.
glücklich oder unglücklich. Was anderes passiert, du reagierst wieder, glücklich oder unglücklich. Aber du bist nicht proaktiv, sondern du bist reaktiv. Ziel sollte es sein, von einem reaktiven uns zu einem proaktiven Wesen weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, wir haben ein sogenanntes Glücksbarometer. Ne? Es geht um Zufriedenheit, um Wohlbefinden. Das hier ist unsere Glücksskala. In der Regel, wenn wir uns auf die äußere Welt konzentrieren, geht es immer auf und ab. Und wir haben die Möglichkeit, in der äußeren Welt diese Peak-Momente des Glückes selbst zu erzeugen. Ne? Beispielsweise, wenn wir extreme Erfolge haben. Ne? Wir sind im Business-Bereich und haben die nächsthöhere Umsatzziele, das nächstgrößere Team, die ne, all solche Sachen. Natürlich, das bringt uns zum Peak, was die Sachen der Zufriedenheit, der Glücklichkeit betrifft. Oder Sex beispielsweise, genau dasselbe. Wenn wir uns verlieben, wenn wir Drogen oder Alkohol konsumieren. All das sind Sachen, wo wir natürlich extreme Ausschläge haben nach oben. Der Punkt ist, all diese Dinge in der äußeren Welt entsprechen in der Regel sogenanntem hedonistischen Glück. Das heißt, ähnlich wie bei jeglicher Form von Sucht oder Abhängigkeit oder Drogen, nachdem wir ganz oben sind, geht es im Prinzip relativ schnell wieder runter. Die meisten von euch werden das kennen, ihr kauft euch eine neue Hose oder neue Schuhe, fühlt sich gut an, ja natürlich fühlt es sich gut an, wie lange? Ein paar Tage, vielleicht 2 Wochen und dann... Oder neues Auto, super und... Der Punkt ist folgendes, dass ähnlich wie bei Drogen geht es nicht nur danach bergab und wir fühlen uns manchmal sogar schlechter als vorher, sondern wir brauchen beim nächsten Mal sogar mehr davon, mehr Erfolg, mehr Sex, mehr Drogen, um uns wieder genauso gut zu fühlen wie vorher. Es gibt aber eine Sache, die passiert, wenn wir uns langfristig auf die innere Welt konzentrieren. Und das ist, unser Zufriedenheitslevel geht in etwa so. Zack. Wir werden nie hier diese, ne, ich sag mal, 100% Marke von Drogen, Erfolg oder sonst was knacken. Das ist aber auch nicht unbedingt das Ziel. Denn das Ziel ist etwas, was alle Menschen wollen. Und zwar, ich glaube, das kann man so reißerisch sagen. Und das ist dauerhafte, anhaltende, langfristige Zufriedenheit und ein gleichbleibendes Glück. Nicht die Abhängigkeit, nicht die Sachen, wo man sich den Arsch dafür aufreißen muss. Nicht, ne? Hier bist du abhängig vom Erfolg, hier bist du abhängig von Sex, hier bist du abhängig von deinem Partner, hier bist du abhängig von Drogen. In allen Fällen bist du aber abhängig. Ne? In allen Fällen musst du etwas dafür tun, um etwas zu erreichen. Danach geht es dir beschissener und du brauchst beim nächsten Mal mehr davon und du musst dir noch mehr den Arsch aufreißen. Und wenn du Pech hast, verläuft dein Leben so, dass du permanent lediglich diesen Höhepunkten hinleidest. Ne? Du befindest dich 80% der Zeit in einer Negativität, wo du lediglich auf diesen kurzen Moment hinarbeitest. Und es kamen einige Leute zu mir, die sehr erfolgreich sind, die sich mit mir über solche Themen ausgetauscht haben. Und das hat den Hintergrund, weil diese zum Teil erkannt haben, ich will Geld nicht verteufeln, ne? Geld ist eine coole Sache, aber Geld ist nicht alles. Und wenn du dich beispielsweise zu sehr aufs Geld konzentrierst oder auf Drogen oder auf Sex, jedes Extrem ist in der Regel kontraproduktiv. Es gibt hier dieses Yin und Yang, den Weg der goldenen Mitte beispielsweise. Alle Extremas sind über kurz oder lang meist schmerzhaft. Konsumierst du zu viel Drogen? Schlecht. Willst du immer mehr Erfolg, immer mehr Erfolg, immer mehr Erfolg, unabhängig von der Gier, langfristig gesehen ist das in der Regel auch nicht unbedingt der Königsweg. Ne, versteht mich nicht falsch, es ist super, wenn ihr motiviert seid, es ist super, wenn ihr ehrgeizig seid, das sind super Attribute. Wenn man sie richtig einsetzt, wenn man sich zu sehr auf die äußere Welt konzentriert, läuft man Gefahr, immer wieder auf und ab zu sein und sich überwiegend halt in der Negativität zu befinden.
Wenn wir uns langfristig auf die innere Welt konzentrieren, dann können wir einen unglaublich hohen, ne, nicht 100%, aber ich sag mal durchgängigen 80% Grad der Zufriedenheit erlangen. Ich nenne es mal Erfüllung. Hier bist du kurzzeitig temporär immer glücklich und hier bist du dauerhaft erfüllt. Der Unterschied zwischen Happiness und Fulfillment lässt sich am besten erklären anhand eines Beispiels einer Glühbirne. Diese externen Reize der äußeren Welt, durch die wir unser Glückslevel komplett nach oben pushen können, die sind symbolisch gesprochen in etwa wie ein Kurzschluss. Das Licht der Glühbirne wird einmal extrem hell, aber direkt danach wird es meist wieder dunkel. Das, wonach die meisten Menschen eigentlich streben, ist aber gleichbleibendes, anhaltendes, dauerhaftes Glück, ähnlich wie das von einer Glühbirne im Normalzustand. Und das passiert, indem du nicht mehr auf die äußere Welt reagierst, sondern indem du an deiner inneren Stellschraube drehst, über dich selbst hinauswächst, ne? Wenn du an dir arbeitest, wenn du dich selbst reflektierst, wenn du dich selbst erkennst. In der Regel, die meisten von euch werden schon was gehört haben über das Thema Projektion, ist es so, dass die meisten Dinge, die dich hier in der äußeren Welt aufregen, in der Regel, eigentlich immer, Dinge sind, die mit der inneren Welt als Ursache zu tun haben. Das heißt, du projizierst irgendwas in die äußere Welt und eigentlich bist du selbst, der dich aufregt. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel nennen aus meinem eigenen Leben. Und wisst ihr, ich habe in den vergangenen Monaten und in den vergangenen Jahren oft Videos gesehen von Persönlichkeitsentwicklungstrainern und ich wurde dabei wütend. Tatsächlich. So, ich habe das gesehen und ich habe mich aufgeregt. Ich dachte mir, Patrick, ey, das kann's doch nicht sein. Was labern die für eine Scheiße? Damit sind die erfolgreich. Die verdienen ihr Lebensunterhalt damit. Warum verdienen die mit so einer Scheiße Geld? Das ist doch komplett inhaltslos. Die geben den Menschen doch nicht wirklich das Wissen, was sie wirklich glücklich macht. Das ist doch Konsum und so weiter. Und ich habe gemerkt, innerlich, da passiert was. Ne? Irgendwas staut sich hier an. Ne? Und irgendwann dachte ich mir, Patrick, was ist das eigentlich in dir, was dich daran so wütend macht? Wieso bist du so wütend auf diese Leute, die Spaß haben an ihrer Arbeit und davon leben können? Und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir auf, ich bin das selbst. Worüber ich mich eigentlich aufgeregt habe, waren nicht die Leute, die das mögen, was sie tun und damit ihr Geld verdienen. Worüber ich mich eigentlich aufgeregt habe, war meine eigene Unfähigkeit und meine fehlende Courage, selbst Videos zu drehen und meinen eigenen Inhalt weiterzugeben an euch. Das heißt, auch hier war es nicht wirklich das in der Welt hier, was mich aufgeregt hat. Es war irgendein Mangel in mir selbst, der mich selbst unglaublich genervt hat. Und darum drehe ich hier diese Videos für euch. Es ist nicht unbedingt komplett altruistisch, ne? Ich freue mich unglaublich, wenn ich euch einen Mehrwert geben kann. Aber es ist das, was ich tun muss, für mich selbst. Und wenn ich euch damit helfen kann, dann freut mich das ungemein. Und ich hoffe, dieses Video konnte ihr etwas mitgeben. Macht ihr noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.